Das letzte Thema im Bereich Stochastik sind die Hypothesentests. Wir gucken uns hier den Alternativtest und den Signifikanztest an. Wir gucken uns aber nur Hypothesentests an, die durch Bernoulli-Ketten modelliert werden können. Das sind aber schon hinreichend viele. Und bei beiden Tests werden wir uns zwei Thesen widmen, nämlich einmal der Nullhypothese und der Alternativhypothese. Und wir identifizieren die jeweilige Hypothese durch die Wahrscheinlichkeit. Beim Alternativtest haben wir diesen Fall hier vorliegen. Da haben wir einfach beide Wahrscheinlichkeiten gegeben und können schreiben H0, P gleich P0 und H1, P gleich P1. Beim Signifikanztest wird es so sein, dass diese Wahrscheinlichkeit P1 nicht gegeben ist. Und dann haben wir einen dieser drei anderen Fälle vorliegen, wo wir einfach nur sagen können, ob die Wahrscheinlichkeit für diese Alternativhypothese kleiner P0 ist oder größer P0 oder sogar einfach nur verschieden P0, wenn man gar keine Vermutung hat. Aber so kann man den Anfang des Tests immer darstellen. Ja, dann gibt es den kritischen Wert k, der unterteilt die Menge aller x-Werte, die möglich sind. Das sind die Zahlen 0 bis n, wenn die Bernoulli-Kette die Länge n hat, in zwei Bereiche, und zwar in den Annahmebereich der Nullhypothese, den wir dementsprechend A0 für Annahme 0 nennen, und in den Ablehnungsbereich der Nullhypothese, und das ist natürlich automatisch der Annahmebereich der Alternativhypothese, deswegen A1. Im Grunde gilt die Gleichung, ich schreibe das mal hier hin, dass A1 das gleiche ist wie A0 abgelehnt, also A0 Komplement. Das ist so eine triviale Gleichung. Ich schreibe immer einfach hier A1 für den Ablehnungsbereich der Nullhypothese. Und die Entscheidungsregel besagt, wie k gewählt werden soll. Die ist dann oftmals in den Aufgaben gesucht. Und noch ein Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass wenn man entscheidet, H0 ist gültig, dann heißt es nicht, dass H0 eine wahre Aussage ist. Also die Aussage des Tests ändert ja nichts an der Realität. Man muss einfach nur bei der Wortwahl hier aufpassen, wenn man urteilt. Ja, und dann hier nochmal, dass es auch zwei kritische Werte geben kann. Das wird beim zweiseitigen Signifikanztest der Fall sein, wo der Ablehnungsbereich der Nullhypothese aus zwei Intervallen besteht. Beim Alternativtest werden wir immer diesen Fall eines einseitigen Tests haben. Dann kommt es beim Testen von Hypothesen zu zwei Fehlern, nämlich einmal zum Alpha-Fehler. Der ist per Definition einfach so wie folgt: H0 wird abgelehnt, das heißt x kommt aus dem Annahmebereich von H1, obwohl H0 wahr ist, das heißt in Wirklichkeit gilt, dass PP0 ist. Und das kann man mit der Binomialverteilung so schreiben. Das ist das, was gilt, und das ist das, was wir annehmen. Beta-Fehler ist genau andersrum. H0 wird angenommen, das heißt x ist aus A0, obwohl H0 falsch ist. Das heißt, in Wirklichkeit gilt P gleich P1 und dementsprechend können wir den Beta-Fehler so schreiben. Und wir nennen einen Hypothesentest tauglich, jetzt per Definition, wenn der Alpha-Fehler klein ist. Und aus dieser Definition folgt, dass der Alpha-Fehler der schwerwiegendere Fehler sein soll. Wenn man also einen tauglichen Test basteln will, dann sollte man das so machen, dass der Alpha-Fehler klein ist. Und wenn man sich nicht sicher ist, welche Hypothese die Nullhypothese ist und welche nicht, dann kann man ja auch erstmal die Fehler berechnen und dann eventuell umbenennen, um den Test tauglich zu machen. Aber dazu dann mehr beim Alternativtest.